Hallo und herzlich willkommen bei Frauschengesucht im Tierheim Gießen. Heute möchte ich Ihnen Drago vorstellen, ein äußerst beeindruckender 2 Jahre alter Badino-Mischlingsrüde. Er wird von einer fremden Hundebegleiterin vorgeführt, das heißt, er kennt sie nicht und dafür zeigt er sich, finde ich, sehr, sehr gut. Anfangs, als er ins Tierheim kam, war er sehr unsicher. Mittlerweile hat er sich zu einem stattlichen, recht selbstbewussten Rüden entwickelt. Allerdings ist er schon ein sensibles Tier. Aber es zeigt sich mal wieder sehr schön, wie sich die Tierheimarbeit lohnt. Wenn unsere Hundebegleiter sich intensiv um unsere Schützlinge kümmern, kommt auch meistens was Gutes dabei heraus. Drago verträgt sich gut mit Hunden, er läuft auch im Freilauf mit verschiedenen Hunden, mit dem ein oder anderen halbgaren Rüden, ich sag mal so ein Schnösel, so ein Junger, diskutiert er noch ein bisschen, denn er ist ja selbst erst 2 Jahre alt. Aber insgesamt zeigt er bisher ein gutes Sozialverhalten. Drago ist sehr menschenbezogen, besucht auch unsere tierheimeigene Hundeschule und hat schon einen recht guten Grundgehorsam. Er kann auch gerne zu etwas größeren Kindern vermittelt werden, er ist auch sehr verschmust und auch verfressen. Das hilft natürlich wieder bei der Ausbildung, weil man sie natürlich schneller bestechen bzw. belohnen kann, wenn sie das Richtige tun. Also insgesamt ein doch recht interessanter Hund und wir würden uns freuen, wenn wir bald vermitteln dürfen. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse wecken konnte. Schauen Sie doch einfach bei uns herein. Entweder Mittwoch, Freitag oder Samstag zwischen 15 und 18 Uhr. Natürlich können Sie uns auch gerne anrufen oder eine E-Mail schicken. Wir machen auch mal Sondertermine für Sie. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.